Bei digitalen Besprechungen können wir entspannen. Das Nasepopeln wird nicht gesehen und parallel kann man E-Mails beantworten. Nein, natürlich nicht. Eine digitale Konferenz folgt den gleichen Verhaltensregeln wie eine Vor-Ort-Besprechung. Die Notizen können ebenfalls live festgehalten werden und zudem sind wir zeitlich flexibler. Zugegeben, die Kamera kostet am Anfang Überwindung, aber sie erhält den persönlichen Austausch. Auch deshalb lieben wir digitale Besprechungen und wenden die folgenden Tipps gerne an. Eine funktionierende Technik ist das A und O. Aber nicht alles muss während der Besprechung aktiv sein. Nebengeräusche stören schnell. Deshalb sorgen wir dafür, dass nichts die Konzentration beeinträchtigt. Als Organisator öffnen wir alle benötigten Dokumente und Seiten vorab. Ein Co-Moderator kann uns beim Protokollieren und der Chat-Moderation unterstützen. Um unseren Austausch zu erleichtern, gibt es viele hilfreiche Features. Screensharing, Notizen, Chat, Whiteboard. So wird aus einem einfachen Telefonat eine digitale Besprechung. Ist der Hintergrund im Bild eher familiär, kann man ihn anpassen. Aus dem Auto teilzunehmen scheint praktisch, aber die Verbindung ist oft schlecht. Zudem wird die Sicherheit gefährdet und Features bleiben uns auch versperrt. Daher sollten Termine nicht auf Fahrzeiten gelegt werden. Ansonsten gilt, dabei bleiben. Aktiv zuzuhören und sich einzubringen ist eine Frage der Höflichkeit. Mit diesen kleinen Tipps nutzen wir die Möglichkeiten einer digitalen Besprechung voll aus. Wir steigern unsere Professionalität und machen uns das Leben leichter.